Und ich slide nach rechts. Und nach links. Und nach rechts. Und nach links. Wow. Und dann machen wir noch ein bisschen kaputt. Wow. Guckt euch mal das an, wie geil das aussieht. Felix-Fähre. Aha, okay, jetzt weiß ich wieder, wo der hinführt. Hier können wir uns hin teleportieren. Das ist bei Quelax Schwester. Müsstet ihr noch wissen? Quelax Schwester, die Spinne. So, jetzt müssen wir hier lang. Jetzt müssen wir hier lang. Okay, hier bin ich falsch gegangen, aber bevor ich zurückgehe, mache ich einfach einen Jump. Den Shortcut haben wir noch nicht freigeschaltet, deswegen gehen wir erstmal nach unten. Für die, die es noch nicht wissen, wenn ihr da selber spielt und Falldamage bekommen würdet, ihr könnt euch abrollen. Das Ding hat ordentlich den Schaden nochmal. Sozusagen, wenn ihr so jumpt, dann einfach gleich hinterher jumpen. Das Ding hat gut den Schaden. Hier haben wir nochmal so einen kleinen Wegpunkt. Aktivieren wir nochmal. Jawohl. Machen noch einmal einen Fappen. Nein, können wir nicht. Okay, ich bin beim nächsten Bossfight. Zumindest ist da wieder so eine graue Tür. Weißt du, wo ich bin? Das ehrlich ist, gesagt, glaub nicht. Wenn ich nach unten gehe, nach dem Boss, den ich gerade gemacht habe. Ja. Das müsste, glaube ich. Ach so, ja, ja, okay, ich weiß schon. Das müsste, glaube ich, der Boss sein, bei dem ich bisher die Probleme hatte immer. Weil der ist immun gegen Feuermagie und ich bin ja ein Feuermagier. Und ich habe nicht den Ring. Moment, doch, ich weiß, wie ich ihn besiegen kann. Ich weiß, wie ich ihn besiegen kann. Ich habe doch den einen Ring nochmal eingesammelt. Weißt du, welchen ich meine? Ach, der dir ein bisschen Feuerresistenz genau. Mehr gibt. Und damit kann ich kurzzeitig über Lava. Aber ich finde gerade den Helfer nicht. Hier wäre doch mal ein Helfer. Ich glaube, der steht auf dem Ast. Oder kurz vor dem Ast. Echt? Ich meine, der war immer unten. Ich guck nochmal. Aber ich brauche da den Helfer. Oder ich brauche dich da, eins von beiden. Seele, also ich habe meins kurz vorm Bogen direkt gelegt. Also kurz vorm Durchgang. Okay. Gott, wie komme ich jetzt wieder dahin? Geronimo, oh oh, daneben gejumpt. Aber egal, wir können so heilen. Ich überlege nur jetzt. Der war doch immer ein Helfer. Der war hier irgendwo links. Bei Anti habe ich halt gar kein Glück mit Helfern. Hast du Menschlichkeit aktiviert schon, oder? Ich habe Menschlichkeit aktiviert. Aber ich kann dich auch nicht sehen. Okay, dann machen wir auf jeden Fall das, was wir machen müssen. Tauschen Havels Ring gegen den Flammen versteckt Feuer verteilen. Ich weiß nicht. Wo war denn der nochmal? Der müsste hier irgendwo sein. Ich guck nochmal unten durch. Weil ich glaube nicht, dass ich das ohne schaffe. Das ist echt mein Kryptonit. Also alleine ist der richtig. Hab ich. Ich hab's mit dem Helfer gerade so noch geschafft. Ich kann ihm ja keinen Schaden machen, so das ist auch noch mein Problem. Mhm. Hier komme ich nicht weiter. Aber ich habe hier keinen Helfer. Hm. Dich kann ich auch nicht sehen. Leg's dauernd neu. Weißt du denn, wo der Helfer war? Du hast ihn doch eben gemacht, oder? Ja, ich weiß das noch. Wo denn? Ja, der ist da. Da ist so ein Aststück eigentlich so. Aber unten, also, ne, schon? Ja, ja, auf dem Boden. Hm. Oh, wo war das denn eigentlich genau? Wo steht's? War schon hier eigentlich. Ich meine auch, dass der hier immer war. Wundert mich. Na, ich versuch's einmal so. Ich lauf nochmal kurz. Ja, mach mal. Ich versuch's mal, das ist richtig gefährlich, der Bus. Ich werde mal wahrscheinlich kurz neu starten. Jo. Ja, ich muss gleich auch wahrscheinlich neu starten. Eigentlich sehe ich nicht mehr den Helfer, das ist nicht normal. Hier am Ende von diesem Ast war der Helfer, glaube ich. Das sieht gefährlich aus. So.
Das sieht man. Die Lava macht mir extrem viel Schaden, aber wir müssen da durch. Hier kämpft sich das am besten gegen ihn. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Mein Spiel ist stehen geblieben. Nein. Oh mein Gott, ich bin rausgetippt. Oh mein Gott, ich bin rausgetippt. So, jetzt wird's. Ja, wie soll ich ihn denn besiegen? Das Problem ist halt, ich kann nicht auf die Lava. Ich muss ihn irgendwie hier hinzwingen. Gehört, man kann dem irgendwie auch den Schwanz oder so abschlagen, wenn man gezielt drauf aus ist, und dann kriegst du den Ring. Ja, das weiß ich, das hatte ich immer bisher. Das Problem ist, für mich hat das immer... Oh Gott. Da seht ihr schon, er hat nicht mehr normale Attacken. Jetzt bin ich unter dem... Der hat auch diese Stampferattacken. Und ich habe einfach nicht so viel Fläche, dass ich die ganze Zeit ausweichen kann, weißt du? Das Problem ist, ich muss auch meinen Ring ablegen, der von Havels. Und für die, die sich das gemerkt haben, Havels Ring macht, dass ich mehr tragen kann. Oh Gott. Oh Gott, jetzt kommt wieder so eine Stumpfattacke. Und die hat mich voll erwischt. Bisher sieht's ganz gut aus. Bisher sieht's ganz gut aus. Weil der macht bei mir jetzt Stampfer und ich kann immer wieder ausweichen. Okay. Oh Gott, ich bin kurz in Lava reingelaufen. Gott, ich sehe gerade genauso wenig wie ihr, Leute, sorry. Ist nicht so einfach mit der Kamera. Jetzt blocken einfach immer wieder die Attacken. Jawohl, und jetzt zack, immer schön gegen Fuß hauen. Ich sehe nur Erdbeben. Oh Gott. Hat er mich mit seinem Schwanz erwischt. Auf den muss man natürlich aufpassen. Oh, da hat er denn... Oder hat er daneben gehauen? Zack. Stampfer. Ich sehe ihn. Ich weiß nicht, ob das ich hier haben will. Oder hat er Lava gemacht. Aber hat mir nicht so viel Schaden zugefügt. Boah, wenn ich ihn so besiege, dann ist das krass. Dann wäre das das erste Mal, dass ich den ohne Helfer besiege. Stampfer. Hau nur noch einen Hit, dann ist er tot, dann ist er tot. Jetzt, BATZ! Jawohl! Ich habe Blutungsschaden auf meiner Waffe. Ich habe dem eben Blutungsschaden gemacht. Ich habe das ganz genau gesehen, das wundert mich. Orangener verkohlter Ding. Und dieser Ding, das ist der, den wir brauchen. Den können wir jetzt nicht anziehen. Weil wir haben jetzt hier versteckt Feuerverteidigung. Aber wir haben bekommen... Orangener verkohlter Ding. Menschlichkeit haben wir Knochen. Und mit diesem Ding, ihr könnt sehen, aber keine Angst mehr vor Feuer. Ihr könnt einfach hier rübergehen. Natürlich ist es ein bisschen blöd, dass Matze nicht mitspielen kann. Aber man muss sagen, es ist halt dieses Scheißsystem von Dark Souls. Ich habe auch gehört, bei Dark Souls 2 soll es nicht anders sein, dass es da ziemlich gleich ist. Jetzt muss ich gucken, irgendwo hier muss doch der Übergang sein. Ne? Hier ist er, glaube ich. Genau. Ne, hier ist er nicht. Da komme ich her. Der ist vom Eingang aus nach links. Das ist der Eingang. Ach, da ist der, okay. Sieht das mega versteckt hier. So, macht uns immun gegen Lava Damage. Müssen wir jetzt ein bisschen anbehalten, den Ding. Den anderen dürfen wir nicht ausziehen, ihr wisst es ja noch, weil wenn wir den ausziehen, dann sieht's mager aus. Wir haben keine Menschlichkeit bekommen, das ist ärgerlich. Wenn wir den ausziehen, geht er nämlich kaputt, deswegen dürfen wir das keineswegs machen. Einmal das Feuer entfachen. Ich bin jetzt am nächsten Lagerfeuer.
Ich hab's kurz danach gelegt schon. Okay. Ich sehe wieder nichts. Ich könnte auch mal neu. Ich starte auch mal neu. Partie dahin. Vielleicht liegt das ja auch an mir. Das Spiel speichert automatisch, natürlich. Bandai Namco Games. Also ihr seht es, der Charakter wird immer stärker. Aber allzu stark auch nicht, weil die Bosse machen uns immer noch gut Schaden. Also in Dark Souls ist es nicht so, dass man irgendwann so überfarmen kann, dass die Bosse einem keinen Schaden machen, dass wir den einfach besiegen können. Das ist es nicht. Da seid ihr im falschen Spiel. Also ich bin da. Ich lade dich nochmal ein. Mhm. Hier. Tinkwarts, aka Matze hat sie. Wir haben auch immer noch diesen Kopfschmuck an, der uns unser Damage, unseren Magie-Damage erhöht. Aber in dieser Welt ist er für uns eigentlich ziemlich useless, weil hier ist natürlich eine Lava-Welt und da sind die Monster immun gegen Lava und wir machen ja nur Feuerschaden mit Magie. Ich gehe mal weiter, ja. Mhm. Weil ich habe da jetzt wieder nichts gesehen. Irgendwie glaube ich nicht, dass wir gerade im selben IP-Pool sind. Nee. Und ja. Mit dem Lava-Ring könnte ich jetzt nochmal zurückgehen, wo wir eben waren. Kurz nach Izalis, nach der Schwester von Quelak. Da würden wir also eine Feueressenz finden. Diese könnten wir dann im Schmied später abgeben, später wenn wir Richtung Nito gehen, und könnten uns Feuerwaffen schmieden. Aber ich finde Blitzwaffen eigentlich ganz okay, weil ich habe bisher Feuer gespielt. Feuer macht den meisten Schaden, das stimmt, aber ich muss dazu sagen, Blitz lähmt ab und zu die Gegner und das ist doch schon öfters hilfreich. Ich weiß gerade nicht, wo wir lang müssen. Und ich versuche diese großen Viecher zu meiden. Weil die sehen so aus wie Attraktionen, aber das sind echte Gegner. Und die machen auch gut Schaden, also. Auch wenn wir jetzt hier auf Lava laufen können, heißt das nicht, dass wir hier alles erkunden müssen. Weil wenn man denen zu nahe kommt, dann kommen die und die kommen meistens mit einer Herde und die machen echt gut Schaden. Auch wenn du auf Lava laufen kannst, Lava laufen gibt dir immer noch weiterhin ein bisschen Schaden. Ja, aber nicht so viel, dass man das. Ja, das stimmt. Also, aber man sollte jetzt nicht unbedingt auf Lava stehen und dann sich einen Tee kochen oder so. Ja. Ich hab mich hier leicht verlaufen, wie ich gemerkt habe. Das Leuchtfeuer kenne ich schon. Ich hasse das, ne? Ich habe Navigationssinn wie ein Mülleimer. Mich kann man absolut vergessen, so ich. Ich weiß nicht, durch ein Navi. Ich bin so froh, dass ich ein Smartphone habe mit einem Navi. Sonst hätte ich gesagt, die GWP, no idea. Würde ich nichts mehr finden. So. Hier waren wir eben schon. Wir gehen trotzdem mal hier weiter. Gucken, was wir hier noch finden. Ist die Frage, wir könnten. Da kann man nicht rangehen. Dann gehen wir einfach. Oh Gott. Wir gehen mal hier lang. Ich glaube, wir müssen hier lang. Könntet ihr jetzt natürlich den Weg auch sagen, aber... Nee, das passt schon. So weit ja, finde ich das... Ist langweilig. Es gibt ja eigentlich immer nur... Ja, meistens... Ja, nee, es gibt schon mehr als einen Weg immer nur. Ich muss aber sagen, in dem Gebiet war ich nie so oft. Beim ersten Hauptredakteur habe ich sogar das Gebiet übersprungen, weil es gibt so einen Shortcut, den man sich für 30 Seelen freischalten kann. Und den habe ich immer genommen. Hier war ich zum Beispiel auch noch. Hier gibt es so einen kleinen Geheimtrick. Er erwischt mich trotzdem, obwohl der schon tot war. Hier kann man, glaube ich, von irgendeiner Seite kann man diese Wand aufmachen und dann ist da ein Speicherpunkt. Am zweiten Turm ist das Mucker. Am zweiten, okay. Dann kann ich ja weitergehen. Durch das hier gar nicht zu versuchen. Obwohl, ich brauche hier wahrscheinlich gar keinen Shortcut. Ich mag dieses Gebiet allgemein nicht. Das Lava sieht zwar cool aus, aber weil ich halt ein Feuermagier bin, ich weiß nicht, ob es mir was bringt. So. Okay, ich muss nach unten. Dann gehen wir doch nach unten. Zack, hat uns ein bisschen Fallschaden gemacht. Macht aber nichts, aber jetzt hingehen und... Nee, hier ist es auch nicht. Ich glaube von der anderen Seite. War das hier? Hier war es auch nicht.
Den töten wir eben. Wir haben zwei Handwaffe wieder ausgedistet. Und jetzt haben wir einen großen gepult. Das könnte tödlich enden. Oh je. Was machen die? Die fallen irgendwie. Genau hier haben wir den Shortcut. Haben den schnell aktiviert, das heißt der Boss oder der Gegner despawnt jetzt. Brauchen ja auch eigentlich nicht das Leuchtfeuer zu entfachen, das wäre Quatsch. Können wir das jetzt nochmal machen. Einer hat uns einen Tipp gegeben, unsichtbare Wand. Super, danke schön. Haben wir aber schon gefunden. Hier auch nochmal ein Props an die Leute, die immer diese Tipps machen. Unsichtbare Wand oder Achtung Falle. Finde ich super. Hat mir beim ersten Durchlauf auf jeden Fall öfters geholfen. Weil wenn man sowas liest, dann versucht man doch diese unsichtbare Wand zu finden. Oder wenn man liest, so Achtung Falle, dann guckt man genauer hin. So. Finde ich super. Was haben wir hier? Doppelmenschlichkeit. Wir müssen da vorne hin. Wir schauen trotzdem mal, ob hier was ist. Aber sieht nicht so aus. Hier sieht das nicht so aus. Okay. Und jetzt zeige ich euch nochmal dieses Abrollen. Zack. Hat uns trotzdem Schaden gemacht, aber wir sparen dadurch einiges ein. Also. Und ohne den Ring kann man das hier nicht machen. Weil das ist einfach zu viel Schaden. Also ihr braucht diesen Lava-Ring, den bekommt man von dem Dämon. Ich weiß gar nicht, wie diese Viecher da aussehen. Sehen aus wie so Dinos ohne Kopf. Und, oder allgemein nur die Unterteile vom Dino. Die lassen sich auch einfach nur fallen auf die Gegner. Mehr machen die nicht. Wir haben auch noch so einen Schwanzschlag, glaube ich. Okay. So, ich laufe jetzt zum nächsten Boss, ja? Mhm. Na, ein paar Attrappen hier. Hier sind sehr viele von diesen Feuerspuckern. Diese können die nicht, die können eigentlich nur Feuer spucken. Solange man die angreift, tun die nichts. Wir töten die aber trotzdem nicht, dass sie sich von hinten versammeln. Aber gleich kommen ganz interessante Gegner wieder. Und gleich invasiert uns, glaube ich, der Feuermagier, von dem wir einen Zauber bekommen könnten. Gleich können wir auch nach unten gehen. Ich weiß aber nicht, ob ich nach unten gehen möchte. Ich glaube nicht, weil ich weiß nicht mehr, was... Ich glaube nicht, dass da was Interessantes für uns war. Hier verstecken die sich alle und in jeder Ecke verstecken die sich hier. Kein Ding. Hört mal einen nach dem anderen. Zack, zack, zack. Man nennt uns auch Samurai. Oh, und jetzt kommen schon ein paar mehr. Jetzt muss man aufpassen. Aufpassen, nicht dass der uns tötet. Hat uns gerade ordentlich Schaden gemacht. Die Gegner können jetzt nicht, die sind langsam. Haben eine langsame Attack-Animation. Machen auch nicht so viel Schaden, also. Bei denen kommen wir durch, wissen. Ist nicht schlimm, wenn wir den einen oder anderen Hit kassieren. Jetzt haben wir hier noch. Ich weiß noch, dass hier hinter der Treppe irgendwas versteckt war. Genau. War, glaube ich, eine Seele wieder. Die kann man auch einsammeln, weil mit denen... Oh, Ehrenwerter Ritter. Ich glaube, das war 20.000 Seelen. Mit denen leveln wir ja auch. Weil wir möchten ja auch stärker werden. Natürlich bringt das, wenn wir mehr Stärke haben oder mehr Vitalität, bringt das einiges. So, und das sind gefährliche Gegner. Die kämpfen wieder mit Gas. Und dieses Giftgas macht unsere Waffen kaputt, also Säure. Jetzt gehen wir weiter. Die droppen auch wichtige Teile zum Upgraden von Waffen. Ich weiß nicht mal, welche Waffe ich geupgradet hatte, aber ich brauche auf jeden Fall. Und hier muss uns eine invasieren. Ah ne, hier ist allgemein einer, der uns nicht invasiert, sondern ein allgemeiner Kuruman. Aber den haben wir besiegt. Invasion Finstergeistkirr. Okay, uns hat hier doch einen invasiert. Isalief Beschleuniger. Und den wollte ich exekuten. Haben wir nicht geschafft. Aber der Kirk macht ordentlich einen Schaden. Den können wir eigentlich nicht exekuten. Jetzt aber. Batz. Batz. Und erstochen. Den haben wir einfach erstochen. Matze, weißt du, wo ich bin? Ja. So, mal gucken, was wir von Kirk bekommen haben. Ein Stachelschild.
Stachelschwert. Ich glaube, das reflektiert nur ein bisschen Schaden. Jetzt gehen wir noch hier weiter, weil hier findet man einen Pyromanenzauber. Den möchte ich gerne haben. Muss man natürlich auf den hier aufpassen. Den werde ich deswegen auch einmal Lava-Zauber benutzen. Damit stirbt. Und jetzt gucken wir mal. Der müsste jetzt wieder ein Item fallen lassen, weil die haben, glaube ich, eine... Ja, okay, doch nicht. Ich glaube, die haben eine 40-prozentige oder 50-prozentige Chance, das Item fallen zu lassen. Hier ist jetzt, ich glaube, Feuerpeitsche war das drin. Chaos Feuerpeitsche, genau. Sehr starke Attacke. Benutze ich aber nicht. Ist nicht so stark im PvP, weil ich baue meinen doch eher auf PvP aus. Jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich vor dem nächsten Boss, Matze. Mhm. Kannst du da... Ich habe gerade eins unten gelegt gehabt bei der Tour, aber das hast du ja auch nicht gesehen. Nee. Ich bin jetzt sozusagen vor dem... Vor dem Portal, also... Ich guck das so, schon am unteren Ende der Treppe. Genau. Was an der Truhe sehe ich auch nicht. Ich sehe dich, ich sehe dich. Oh mein Gott. Schnell, schnell, schnell. Tinkquartz. Oh. Ich hab's dich gefunden. Oh, du hast jetzt das Outfit genommen. Ist weg. Also bei mir kommt nichts an. Okay, ich versuche dich nochmal. Du hast das Outfit von dem, aus dem Add-on hier. Nur den Kopf. Okay. Nein, ich habe Updating gemacht. Okay, jetzt rufe ich dich wieder. Kommt wieder nichts. Ach, jetzt ist es weg. Das ist scheiße. Jetzt ist es weg. Welches war das denn? Welches, du gesehen hast? Ganz unten. Ganz unten. Okay, das liegt da immer noch. Kannst du nochmal neu setzen? Ich leg's nochmal oben auf der Plattform. Ja. Also, bevor es runtergeht. Das ist das Blöde an Dark Souls. Wenn man wirklich zusammenspielen will, ich weiß nicht, so Let's Play Together geht gar nicht. Es geht absolut gar nicht. Angerufen gescheitert. Hm. Auf der Plattform sehe ich das jetzt nicht. Okay, dann lege ich es nochmal unten. Ich weiß auch nicht, an was das liegt. So, wir haben schon so ein Patch gesaugt. Es gibt so ein SFX-Patch, das ermöglicht, das erhöht die Chance irgendwie. Das erhöht die Chance, dass man zusammenspielen kann. Aber es funktioniert trotzdem einfach nicht so. Letztes Mal hat das zum Beispiel gut funktioniert. Diesmal funktioniert es wieder gar nicht. Und das ist immer so bei dem Spiel. Ich habe dich nochmal eingeladen. Siehst du das denn unten vorm Eingang? Nee, ich sehe dich nicht. Für die Leute, die fragen, wie ich spiele, natürlich mit einem Xbox-Controller. Ich finde Xbox-Controller besser, Controller überhaupt. 100-mal besser als der PlayStation-Controller. Jetzt kommen wieder, kennst du diese Diskussion zwischen Xbox und PlayStation? PlayStation ist besser. Nein, Xbox ist besser. Ich bin der Meinung, das ist Gewohnheitssache. Ich finde keins von beiden besser. Ich finde den Xbox Controller besser, aber allgemein ist PC 100-mal besser als alle beiden Konsolen zusammen. Das stimmt wohl. Wenn man überlegt, allein die Spiele kosten da 70 Euro für. Plus nochmal die Konsole selber 400. Weiß ich nicht. Was ich auch ziemlich schade finde, ist, dass es kein so Crossover von den unterschiedlichen Konsolen gibt. Ja. Aber also. Obwohl ich kann mir vorstellen, dass es bald halt bei Xbox mit PC das geben wird wegen Microsoft. Da bin ich mir nicht sicher, weil die hatten schon damals gesagt, ich glaube bei der 360 ist die Diskussion mal aufgekommen und dann hatten die gemeint, nee, das möchten sie nicht, weil es doch zwei unterschiedliche Konsolen sind. Und die Leute haben daraufhin natürlich dann gesagt, ja klar, also warum... sollen sich die Leute das nur einmal kaufen, wenn sie eine Xbox und einen PC haben? Wenn sie mit anderen Leuten spielen sollen, dann sollen sie sich halt nochmal kaufen. Ja. Matze, ich gehe einfach jetzt in den Boss rein, okay? Mach das, ja. Ey, ich slide gar nicht, jetzt slide ich. Und ich slide nach rechts, und nach links, und nach rechts, und nach links, wow, und dann machen wir noch ein bisschen kaputt, wow. Und da haben wir den Boss, oh. Yo Leute, danke erstmal, dass ihr bis hierhin zu Ende geschaut habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video.
Hier oben habt ihr jetzt nochmal eins der letzten Daisy-Mod-Videos. Das ist das Livestream-Event, was wir mit Captain Skooma zusammen gemacht haben. Und unten habt ihr die letzte Dark Souls-Folge. Haut raus!